Einen, hallo, hier bin ich. Einen wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen, meine Lieben. Hi, da sind wir wieder. Erstmal kleine Entschuldigung dafür, dass ich ja gestern nicht gevloggt habe, aber ohne Mist, Leute, ich habe gestern das, ohne Scheiß jetzt. Matthias, sag mal bitte, wann habe ich das letzte Mal einen Mittagsschlaf gemacht? Gestern. Davor meine ich. Weiß ich nicht. 2021. Ich mache nie Mittagsschlaf. Mir ging es so scheiße. Mir ging es schlagartig so schlecht. Wow, also ohne Mist. Ich habe die Nacht schon Bauchschmerzen gehabt und dachte mir so, boah, mir ist übel. Ich bin um 1:30, glaube ich, wach geworden oder so. Hab zu Matthias gesagt, dass ich nach oben gehe ins Badezimmer. Weil ich gemerkt habe, dass ich Bauchschmerzen hatte. Mein Magen hat sich übel angehört. Mir ist mulmig die ganze Zeit gewesen, so flau im Magen und so. Mama redet mit der Kamera, Malu ist am Start. Tada! Aber ja, auf jeden Fall ging es mir wirklich so schlecht, dass ich dann doch nicht mehr gefilmt habe. Und dann ging es Maris auch noch schlecht. Der hat sich einmal übergeben in der Küche. Das war gestern Nachmittag. Da hat er ins Waschbecken sich übergeben. Was machst du? Sich ins Waschbecken übergeben? Was machst du denn da? Sie dreht mein Ohr um. Au! Ins Waschbecken sich übergeben und dann hat er das alles, ist das alles dem Schrank runtergelaufen. Und heute früh um 4 Uhr irgendwas, 4 Uhr 6 oder so war das, stand er bei mir auf einem. Au! Aua! Aua! Er hat es bis ins Klo geschafft, ins Badezimmer, ins kleine Klo, ins Gästebad in der ersten Etage. Aber hat ins Waschbecken sich übergeben. Ey. Ja, das war meine Nacht und gestern mein Tag. Deswegen habe ich nicht gefilmt. Sei mir verziehen, glaube ich. Mäuschen, wir haben es jetzt 12 Uhr, die Glocken läuten gerade. Wir müssen jetzt wirklich mal einkaufen gehen. Wir brauchen unbedingt Toastbrot und Salzstangen für unsere Bäuche. Ja? Und vielleicht noch was zu essen. Irgendwas zu essen für Papa und für Mama. Weil ich übergebe mich nicht, ich muss nur aufs Klo laufen. Kussi! Gib mir einen Kussi! Heißt das nein? Heißt das nein? Kussi. Jetzt fertig? Malu, guck mal. Du hast noch ein Auge bekommen. Und sieht sie nicht. Gut, wir gehen jetzt erstmal schnell einkaufen. Wir brauchen unbedingt, wie gesagt, Toastbrot. Ich glaube, ich hole nochmal so einen 6er-Träger Multivitaminsaft. Das trinken wir, glaube ich, gerade ganz gerne. Matthias sehe ich zumindest jeden Tag mindestens mit einer Flasche. Was noch? Ja, vielleicht ein paar Nudeln mit ein bisschen Käse oder so. Also so Feta-Ofennudeln oder so. Ich weiß es nicht genau. Du bist jetzt aber nicht schon wieder müde, oder? Was denn? Und jetzt kommt sie immer und dann pinsel ich ihr Gesicht ab, so. Gut, ich nehme euch heute wieder mit. Heute geht's wieder rund, obwohl mir noch ganz schön flau im Magen ist, aber ich habe hier die ganze Zeit Talzit liegen. Ja? Ich hole mir kurz einen Teller und dann komme ich nochmal runter und zeige meinen anderen Film. Der Kamera? Ja. Okay. Ich warte kurz. Hier ist mein zweites Bild. Also nee, das haben sie ja noch gar nicht gesehen, die Leute. Da.
Nee, die hier nicht. Das habe ich auf Instagram gezeigt. Ja, das erste ist das hier auf jeden Fall. Da mache ich erst noch diese kleinen und dann drücke ich die noch. Dann gucke ich die nochmal alle ab und mache den kleinen. Ja. Als Hintergrund. Und das hier habe ich gerade erst gemacht, das Bild. Habe ich gerade erst angefangen. Ah. Guck nochmal rein. Nochmal. Wie sieht das? Willst du nochmal sehen? Und Matthias und mein Chat sieht so aus, damit er sich die Emojis halt in groß anschauen kann. Das darfst du noch nicht. Hey, hör auf! Nein! Hier, der. Welcher? Der. Haha. Okay. Was? Zeig mal. Umgekehrt. Mhm. Steht Kopf. Dann sieht sie aber aus. Lass deinen Bruder in Ruhe, Fräulein Eule. Das geht so nicht. Ich habe ganz schnell wieder bereut, so spät einkaufen zu gehen. Erst habe ich keinen Einkaufswagen bekommen. Und dann überall nur Menschen, die frustriert sind, schlecht gelaunt sind und so weiter. Es ist so nervtötend. Wahnsinn. Auf jeden Fall, ich habe gerade gewartet, dass der Typ an mir vorbei ist. Deswegen wollte ich nicht reden. Nee, ich habe jetzt alles gekauft. Ich habe eigentlich gar nichts gekauft. Ich habe zwar zwei, drei Teile geholt, aber jetzt nichts Großartiges, Vollwertiges für Mahlzeit. Nur so ein paar Kleinkramsachen, damit die Kinder am Montag vernünftig in die Schule können. Ein paar Puddings für Matthias und so, ein bisschen Toast. Ach, Salzstangen hätte ich mal noch mitnehmen sollen, siehst du? Das habe ich jetzt vergessen. Aber ich glaube, ich habe noch Zwieback zu Hause. Matthias hat gesagt, er würde gerne morgen Schnitzel essen gehen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch einen Tisch reserviert bekomme für morgen. Ob das überhaupt realistisch ist. Alter. Ich merke, dass ich wieder aufs Klo muss. Oder? Das sind Infos, die wolltet ihr schon immer haben, oder? Der Wahnsinn. So. Erst den Wagen wegbringen. Und dann schnell wieder nach Hause hotten. Matthias, wie viele Spiele hast du heute eigentlich schon gespielt? 3, 4. Da musst du heute Abend nicht mehr spielen, wa? So. Abt? Kra, die Treppe sieht ja aus. Die muss gemacht werden, ganz dringend. Du kriegst jetzt auch was. Ja, könnt ihr machen. So, hi. Wir wollen ein Kuchen, Kuchen, Kuchen. Wollen ein Kuchen, Kuchen, Kuchen. Wollen ein Kuchen, Kuchen, Kuchen. Wollen ein Kuchen. Wir wollen ein Stück Kuchen essen. Wo ist dein Stuhl? Charlie kriegt auch sofort was, Hase. Möchtest du einen Kuchen? Ja. Heute Abend dann. Ja, warte. Geht schon los. Ich freue mich so doll, dass ich die Küche aufräumen darf. Was wollt ihr? Ich bin der drittbeste in der Klasse. Echt? Ja. Cool. Ich bin der viertbeste. Es gibt nämlich noch einen, Theo ist der beste. Ja. Ach, dann bin ich der fünfte. Du fällst immer mehr. Ja.
Herren, wir haben jetzt nächsten Tag. Was habe ich denn gerade runtergeschmissen? Da lag noch eine Lego-Figur und ich wollte dir zeigen. Oh. Der sieht gut aus auf jeden Fall. Ich zeig dir den zweiten an meiner Sohn. Okay. Die Kiste kriegen wir weg. Ja. Und hier passt perfekt, aber Hase, du musst da unten noch den Fidget Spinner aufheben, bitte. Ja. Ich mache hier gerade Kinderzimmerkontrolle. Und Hase, ja. Die Wäsche habe ich auch gefunden. Scheiße. Scheiße. Und hier hinten kommt der Staubsauger auch hin. Okay, mach ich das. Dass du auch einmal aufhebst. Ich muss erstmal mein Buch hier runterholen. Wo liegt dein Buch? Hier, das ist festgeklemmt. Ich kriege mal nicht mehr runter. Das, ich habe auch schon ein bisschen nach vorne geschoben. Da sieht man ja auch ein bisschen besser. Ich habe ein bisschen nach vorne geschoben. Papas Buch ist das. Ah, okay. Wartet. Ja, wartet. Ich bin Captain America, Avengers von den Deutsch. Wir kämpfen als ein Team. Das könnte ich jeden Tag machen. Wenn du mich brauchst, dann bin ich da. Wir geben niemals auf. Ich bin bei dir, egal was kommt. Mama, was ist das eigentlich von der Leute? Ich bin Captain America. Das haben sie komisch. Avengers, von den Deutsch. Was? Von den? Von denen, ha? Mami, du warst vorbei. Oh, Jesu! Mama? Was? Ich bin Captain America. Avenger, verwirrt euch! Wir kämpfen auf ein Team. Wir kämpfen auf ein Team, okay? Okay. Ich bin Captain America. Avenger, verwirrt euch! Ja. Ja. Da. 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 Daddy. Ara. Sag mal, ah, da.
Ich habe jetzt mal gerade Stoßlüften gemacht. Hier in dem Zimmer lasse ich das Fenster tatsächlich noch mal ein bisschen länger offen in Malus, weil hier so wenig Zirkulation herrscht. Hier habe ich auch keine Heizung an oder irgendwas dergleichen. Ich lasse jetzt den Jobsauger machen. Jetzt wird er ein Problem kriegen, weil da liegt noch eine Karte. Ich werde mir jetzt ein Rührei machen, glaube ich. Maris will bestimmt auch, oder? Maris? Möchtest du auch ein Rührei essen? Ja. Jetzt gleich? Ja. Ja, ne? Na, unten gleich. Ja, ne? Ich will ein Rührei essen. Ja, komm. Nee, ich nehme sie runter. Gib her. Gib sie her. Nein, ich will auch Siehst du, so schnell geht das. Ja, das meins auch runtergeschmissen. Habe ich mit Absicht gemacht. Ich lasse jetzt den Staubsauger da machen, wegen Katzenstreu und sowas. Ja. Ich gehe gleich nochmal nach oben. Ist ausgelaufen. Echt? Ja. Hier ist der Deckel. Das war ja... Scheiße. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ja, ich mach's weg. Komm her. Schmeiß mal das in Müll. Was ist das eigentlich? Ich weiß, Pickelserum oder so war das. Hier, nimm mal das Handtuch, das hier, das Grüne. Komm mal bitte her, nimm mal hier das Grüne. Mein Ding ist runtergefallen. Warte. Nein. Gib her. Was? Ich geh jetzt gucken. Warte, ich Kennt jemand von euch Stumbleguys? Wenn nicht, dann. Also deine Figur ist, weiß ich nicht mal was. Ist wahrscheinlich ganz runtergefallen. So. Ich hab gedacht, wenn niemand. Wenn niemand Stumbleguys spielt, dann kommt Schere. Ich mach mir jetzt ganz kurz meine Produkte in die Haare, damit ich die nachher auch noch formen kann. Warum liegt das überhaupt heute? Ich glaube, ich kenne sie nur. Ja, schlaf. Bibi, Mauzi. Das ist ein Whisping-Kampf. Ich kümmere mich jetzt mal um die Kleine, weil die hat auch Hunger. Moment bitte ganz kurz, die Kleine hat nämlich auch Hunger. Ich mache jetzt hier alles frisch. Heute ist Sonntag. Ich rede ganz kurz noch. Und euch wünsche ich einen schönen Restsonntag. Und das sagen wir, das, was wir von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Wolltest du denen noch was sagen? Ja. Dann geht Bibi da raus auf die Stange. Und dann springt Bibi auf die Katze auf Mauzi. Wie Whistling. Ja, sie möchte jetzt auf dem Arm und essen. Ja, also komm her, Mama. So ist besser, ne? Oh, guck mal, meine Kleine. So, sie kriegt jetzt erstmal frische Pampi und dann geht lecker Frühstück, lecker Eichen essen. Weißt du was, was es ist? Ein Kostimund. Ein Kostimund. Wir wollen jetzt Leckerli essen, ne? Sagen wir Tschüss? Ich esse jetzt, Mama, ich trinke jetzt nochmal Zitronenfäße. Und euch einen schönen Sonntag. Ja.